Hallo und willkommen zurück bei The Raven. Hallo Mulenya. Hallo Mercondo. So, helf mir doch mal bitte auf die Sprünge, was wir gemacht hatten. Wir haben mit dem Dings gesprochen, ne? Wir hatten mit Decron gesprochen, mit dem Dr. Gebhardt. Ja, genau. Und jetzt sollten wir irgendwas für Decron erledigen. Wir sollten... die Kugel. Und das, die, wir wollten die vergleichen mit den Einschusslöchern, glaube ich, unten im Dingsen. Im Transporter, genau, Transportraum, genau. Also im Lager. Ja. Okay, wir können noch mal kurz einen Abstecher machen in unsere eigene Kabine. Genau. Nein, ich habe genug geschlafen. Na gut. Okay, da kann man anscheinend nur schlafen. Ich muss mal kurz das Mikro hochmachen. So, das hatte ich fast im Mund, das war sehr komisch. Ah ja, okay, das ist natürlich nicht so gut. Dann gehen wir jetzt nach oben erstmal, um dann nach unten zu gehen. Genau. Also dann würde ich sagen, machen wir das als erstes, bevor wir uns hier weiter umgucken. Geht's jetzt hier weiter? Treppe rauf. Okay, gehen wir mal ein Stück darüber. Ah ja. Und aufs Vorderdeck. Hier ist das Fischdeck. Das Fischdeck? Ja, das stand da zumindest. Ah, okay. Und der ist jetzt da und pennt, oder wie? Hä? Ja, Constable Oliver ist hier vor und bewacht wahrscheinlich hier irgendwie den... Naja, okay. Denkst du, reden wir kurz mit ihm. Lass uns anpumpen. Es sieht zwar nicht so aus, aber Constable Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Jetzt können wir doch mit ihm reden. Das war vorher nur angucken. Ah, okay. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest können. Ich habe nicht geschlafen. Verstehe. Alles nur Tarnung. Natürlich. Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer oder so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Haha. Er ist noch da. Hab ihn angestupst. Toll. Das ist ja eine Aussage, Ausländer und so. Ja. Gibt es auf dem Meer überhaupt einen Ausländer in internationalen Gewässern? Also vorausgesetzt, sie sind in internationalen Gewässern. Also kann man da überhaupt Ausländer sein oder ist da nicht jeder Ausländer? Wahrscheinlich ist da also, jeder Ausländer. Also rein vom Verständnis her mal eben. Ich das finde ich... Ich finde das sowieso total komisch. Die sind doch auf dem Weg nach Kairo. Richtig. Von Venedig war das, von ne? Von Venedig aus. Ich glaube Venedig. Nach, ne? Kairo. Er ist Schweizer. Ja. Und Constable Oliver ist, glaube ich, Engländer. Genau. Also, wer ist denn da der Ausländer jetzt? Richtig. Dann haben wir ja noch den Franzosen. Ja, dann haben wir noch den Franzosen. Ja, ja, also letztendlich sind das doch alles Ausländer in dem Fall. Schon, ja. Ja. Also deswegen, es ist eine sehr merkwürdige... Ich meine, aus welcher Sicht, ne, ist da, ja, das ist schon, ja, egal. Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen, und das tue ich. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Nö. Aber vielleicht dazu beitragen. Ja. Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihre Kabine? Sie war eine reiche Frau. Er wollte gar nicht ihre Handtasche stehlen. Er wollte den dritten Schlüssel. Legrand hat ihnen also auch davon erzählt. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Ich weiß übrigens wieder, wo wir mit der Kugel hin sollten. Ja. Ja, in die Kabine von der Baronin. Da wollten wir uns umsehen. Okay, das war's. Dann ist das klar, warum er hier das bewacht. Aber jetzt reden wir erstmal mit ihm zu Ende. Ja, ja. Das ist ja schon ein bisschen
Also er ist schon so ein bisschen, ja, das ist jetzt so und ich brauche mir dann keine Gedanken mehr dazu zu machen. Naja, genau. das ist einfach das so. Das ist so und fertig. Ja, ne? Genau. Mhm. Gut, dass er kein Richter ist. Ja, Gott sei Dank. Mal angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Raben jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren. Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Le Grand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. Ich will Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten. Gute Idee. Gute Nacht. Okay, ich nehme mal an, da werden wir sowieso nicht reinkommen. Nee. Aber angucken tun wir uns die noch mal. Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine. Und geräumiger. Oha. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher etwas aufgefallen. Und was ist mit dem Schuss, der abgefeuert wurde? Könnte die zweite fehlende Kugel aus der Mordwaffe dort unten in einer der Holzkisten stecken? Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Das ist korrekt. Okay, dann gehen wir jetzt doch nochmal zurück zum Zimmer der Baronin. Ja. Um hier nicht ganz chaotisch zu werden. Jetzt dürfen wir das ja. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Ja. Okay, jetzt sind wir also in dem Zimmer und können uns hier alles anschauen. Machen wir das doch mal. Erstmal den Alarmmelder. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor 5 Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Also ich hoffe nicht, dass das vor 5 Jahren war, weil dann hoffe ich mal, dass den zwischenzeitlich wieder jemand aktiviert hätte, also wieder funktionstüchtig gemacht hätte. Ja, sollte man hoffen. Richtig. Den Reiseschrank. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Okay, reingucken können wir auch. Aha. Werden ja eh nur Klamotten drin sein wahrscheinlich. Vielleicht. Danke. Das war jetzt natürlich sehr hilfreich. Eine portable Bar würde ich das nennen. Muss unglaublich anstrengend sein, das große, schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Dabei fällt mir gerade ein, wo ist überhaupt ihr Handlanger? Der ist weg. Ja. Schon eine ganze Weile jetzt. Ne? Den haben wir auf dem Schiff noch gar nicht gesehen. Auf dem Schiff noch nicht? Vor dem Schiff, ja. Genau, aber nicht auf dem Schiff. Das ist richtig. Beeindruckendes Stück. Aber ich denke nicht, dass es mich bei den Mordermittlungen voranbringen wird. Aber hinterher vielleicht. Ja. So, dann können wir hier die Abdeckung anschauen. Hinter der Luke dürfte es einen Lüftungsschacht geben. Normalerweise ein guter Weg, um irgendwo unauffällig ein- oder auszubrechen. Aber wir befinden uns auf einem Schiff. Die Lüftungsschächte hier sind sehr eng. Ich kann nicht sagen, wieso. Und auch wenn es unmöglich erscheint, aber irgendetwas sagt mir, dass der Mörder die Kabine durch die Tür betreten und verlassen hat. Die Frage ist nur, wie? Okay. So viel dann dazu. Dann scheint es damit erstmal zumindest nichts zu tun zu haben. Okay, was können wir uns noch angucken hier? Den Schreibblock. Wir damit weiter. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt.
Vermutlich. Ah, jetzt können wir hier malen, um zu sehen, was da so drauf stand oder steht. Auf den vorherigen Zetteln. Ja. Oh, da kommt was. 22 Uhr. Anscheinend. Könnte aber auch irgendwas anderes sein, weil das ist Punkt. Ja. Also ein einfacher. Aber seien Sie um 22 Uhr im Salon. Ach Gott, herrje. An Bord dieses Schiffs ist ein Mörder. Ja, das wissen wir ja inzwischen. Und ich werde ihn entlarven. Okay. Ich nehme an, mehr steht da nicht. Aha. Da steht, Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. An Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B. Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Legrand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten, sonst hätte er etwas davon gesagt. Okay. Okay, naja, schauen wir mal, ne? Mhm. Weil das B auch für jemand anders stehen kann. Ein Butler. Zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Konntest du James. Doch, der hieß wirklich James. Ach, tatsächlich. Aber heißen nicht alle Butler James? Ja, ich glaube, das ist... Ist das nicht sowas wie eine Bezeichnung für den Beruf? Und was machst du so beruflich? Ich James. Bin James, ja. Also, ja, okay. Tja, wäre doch eine Möglichkeit. Ja. So, dann gucken wir uns die Vase an hier. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Man kann nichts erkennen. Boah, schwerer als sie aussieht. Aha. Aha. Das hab ich doch gesagt. Fusseln sind da rausgefallen. Fusseln, ja. Drei Stück. Daunenfedern, aha. Ich würde aber gerne die Vase mal eben zu Ende angucken. Warum wurden die Daunen in die Vase geworfen? Oder ist da noch mehr drin? Na, dann guck doch nochmal. Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Jetzt brauchst du wahrscheinlich irgendwas, womit du reingreifen kannst. Das ist anzunehmen. Also reingreifen könnte er vielleicht schon. Die Frage ist nur, ob er die Hand wieder rauskriegt. Ein bisschen Butter vielleicht. Es ist ja immer etwas paradox, dass man irgendwo reinkommt, aber nicht wieder raus. Ja, aber das gibt es öfters, als man denkt. Mhm. Nichts Besonderes. Obwohl, es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt. Verbrannt geradezu. Ich nehme sie mal mit. Das war jetzt eine Tüte oder was? So eine, die war wahrscheinlich hier mit drin, ne? Ja. So eine, wie heißt das noch? Ein Beweistütchen. Ein Beweismittelsack. Ja. Ach, die Nachricht haben wir auch mitgenommen, okay. Gut, dann können wir hier weiter gucken. Den Schrank durchsuchen. Mhm. Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Okay. Können wir da was abspielen? Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es war mal sehr teuer. Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Ja, eindeutig. Mit Tonbandgeräten kennen wir uns aus. Das ist seltsam. Es ist nur eine Spule im Tonbandgerät. Und ja, das ist die falsche. Das war ja klar. Nein, keine Spur von der Originalrolle. Alles andere hätte mich auch gewundert. Kann man die nicht mitnehmen? Ja, deswegen habe ich mir gerade gedacht, wir gucken die nochmal an. Eine Spule von Saibling. Ich kenne die Marke. Bänder von Saibling sind darauf ausgelegt, viele Male überspielt werden zu können, ohne so stark an Qualität zu verlieren wie andere Bänder. Sie werden zum Beispiel in Büros eingesetzt.
in denen der Chef seiner Sekretärin immer neue Briefe auf ein und dasselbe Band spricht. Für viel mehr sind sie aber auch nicht zu gebrauchen. Ihre Robustheit geht zulasten der Tonqualität. Heute würde man dafür WhatsApp benutzen. Ja. Oder das gleich einsprechen. Ja, sag ich ja, man würde heute WhatsApp benutzen und das gleich dahin schicken, wo man es hinhaben will. Das muss man dann nicht mehr auf den Brief tippen lassen. Das stimmt. So, können wir mitnehmen. Dann tun wir das mal. Gehe ich jetzt da richtig in der Annahme, dass die leer ist? Das weiß ich nicht. Er hat ja gesagt, das ist die falsche. Also ich gehe davon aus, dass die leer ist. Mhm. Ja? Also man kann die vielleicht dann auch irgendwie bespielen oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, genau. Okay, dann schauen wir mal weiter hier, ob es noch was gibt. Oh, jetzt dachte ich gerade, da wäre was, aber das war nicht der Fall. Gut, dann gehen wir jetzt hier gucken, das Bett betrachten. Mhm. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdecke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. Nichts. Ja, was hast du dich denn gefreut? Wegen den Haaren? Ich hab gedacht so, was macht er denn da? Ach so, nee, nicht wegen den Haaren. Ich dachte schon, weil er plötzlich weiße Haare hat. Ich fand, das sah ziemlich cool aus. Ja, der hat dazwischen drin ja immer... Ja, immer mal so einen grauen Ansatz hier durch die Sonne. Ja. Soll das so sein. Genau. Ziemlich nett, dass sie daran gedacht haben. Den Blutfleck können wir uns genauer angucken. Ja. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Hm, irgendwie... Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Theoretisch müsste es das. Das stimmt, ja. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Gebhardt heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Ja, dann nimm doch eine Probe. Kann man das jetzt vielleicht mit der Tüte kombinieren? Ja, aber ich denke mal, da wird man irgendwie ein Wattestäbchen oder irgendwas brauchen, ne? Was haben wir denn noch im Inventar? Das die Turmbandspule, die Nachricht, die Daunenfedern und die Steinchen. Okay. Ja, weiß ich nicht, wofür. Also, ja, keine Ahnung, mit was wir eine Probe nehmen könnten. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte... Ich sollte eine Probe nehmen. Ja. Gut, dann gucken wir uns erstmal weiter um. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. Das war nett ausgedrückt. Das Gemälde betrachten. Sonnenblumen. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Ja, viele, viele Tausende wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, sonst noch was hier? Also hier scheint erstmal in dieser Ecke nichts weiter zu sein. Nee. Hier ist auch nur den Blutfleck betrachten, das bringt uns im Moment ja nichts. Versuchen wir hier nochmal weiter rüber zu gehen, wir hatten ja eben eine andere Perspektive. Genau, die Fensterfront. Genau, dann können wir uns, fangen wir doch mal links an, ob es hier was gibt. Ja, wir können durch die Bullaugen gucken oder die Bullaugen. Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Hm, die Bullaugen sind verschlossen und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Okay. Dann ist das alles. Was ist das hier? Ach, den Blutfleck wieder betrachten. Dann schauen wir uns jetzt das Gepäck an. Mhm. Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, ihre Koffer auszupacken. Oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken. Ja, der Butler ist ja auch gar nicht da. Und außerdem, warum kommt eigentlich keiner auf die Idee, dass eventuell der sie erschossen hat, einen Schlüssel für die Kabine hatte? Ja, ich habe keine Ahnung. Und von außen abgeschlossen hat, das wäre doch der einfachste Weg, oder? Eigentlich schon, aber man sieht den Wald ja oft vor lauter Bäumen nicht. Ja, ne? Aber ich habe ihn jetzt gesehen. Du hast ihn gesehen, ja. Das ist richtig.
Außerdem ist das nicht ihr Butler, sondern ihr James. Ja, genau, ihr James. Das alles zu durchsuchen dürfte Stunden dauern. Aber hier, die Handtasche der Baronin. Aha. Ein kleines, in Leder gebundenes Buch. Die Jahreszahl 1964 ist eingraviert. Es dürfte das Tagebuch der Baronin sein. Da kannst du mal von ausgehen. So, aber das schauen wir uns erst im nächsten Part an. Okay. Gut. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.